Hey Leute, willkommen zurück zu Demon's Souls. Ich habe mich jetzt noch ein paar Mal gekillt und ihr seht's, Stonefang Tunnel, Tower von Latria und Shrine of Storms sind jetzt mehr als schwarz. Also dunkler geht's wirklich nicht. Die haben jetzt minus 100 wahrscheinlich auf dem World Tendency Level. So, ich werde mich ganz kurz mal wieder anziehen. Ja, es ist wirklich besser, wenn man sich die Klamotten auszieht, wenn man sich in den Tod stürzt. Denn sonst gehen die kaputt, habe ich festgestellt. Ach so, noch was. Ich habe noch ein bisschen gefarmt, habe mir noch zwei Level-Ups gegönnt. Und zwar einen Punkt in Vitality und in Endurance. Das heißt, ich habe jetzt auf beiden 23. Ja, 23. Und das ist dann eigentlich alles, was ich gemacht habe off-cam. Also das war jetzt bestimmt wieder eine Stunde gespielt. Gefarmt, gefarmt, gefarmt und so weiter, ne? Und ja, das ist... Also alles Wichtige lasse ich drin, keine Sorge. So, ich glaube, die Brushwood, die lasse ich mal mit dabei. Und ansonsten, ja, den Ring habe ich jetzt mal ausgerüstet. Den Ring of Great Strength, nicht Herculean Strength, wie ich, glaube ich, letztes Mal fälschlicherweise gesagt habe. Das ist nämlich der, der mir mein Inventar erweitert. So, und ich glaube, sonst sieht's ganz gut aus. Das Bleeding kann weg, Poison kann eigentlich... Ich lasse die mal, auch wenn ich hier nicht wahrscheinlich vergiftet werde. Oder ist es sehr unwahrscheinlich. So, der kommt weg. Den könnte ich eigentlich auch weg, aber ich mach's mal nicht. So, denn ich werde jetzt in den Shrine of Storms gehen. Ja, ich habe extra noch zwei Level-Ups gemacht und meinen ganzen Kram repariert, dass ich da wirklich... Ich glaube, ich hatte jetzt 50 Seelen rum und die habe ich dann halt verloren. Aber das ist ja relativ egal. So, der Shrine of Storms. Das wird ganz schön eklig, muss ich sagen. Aber es ist auch nur Notwendigkeit, denn hier muss ich die Pure Sharpstones, nee, Bladestones muss ich hier farmen. Oh Leute, ich habe da überhaupt keinen Bock drauf, das wird so übel, sage ich euch, so übel, 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 übel. Ja, denn jetzt werden wir den schwarzen Satsuki treffen, das schwarze Phantom. Nein, der ist nicht von der Hautfarbe her dunkler, sondern einfach ein schwarzes Phantom, da vorne steht er schon. Satsuki, Satsuki. So, ich werde mal ganz kurz das Skelett hier schießen. Weil es kommt mir sonst in die Quere, glaube ich. Weil das steht ja dann auf, wenn ich jetzt so nah rangehe. Ich kann es gar nicht treffen von hier. Dann hole ich mir den Typen halt her. So. Komm. Komm. Ach Mann, der kommt jetzt nicht. Jetzt kommt er. Ah, das Skelett. Wenn das jetzt mit dazu kommt, habe ich ein kleines Problemchen, Leute. Habe ich ein kleines Problemchen, ehrlich gesagt. Deswegen schieße ich es mir einfach mal her. Vielleicht kann ich das auch töten von hier aus. Macht ja nicht viel Schaden, das Teil. Ach, komm schon. So ist gut. Ja, 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 ja. Ach. So ist schön. Gut. Ja, es hätte mir jetzt nur Probleme bereitet. So, dann werde ich mir mal die Leit... Kommt da noch was? Nee, da ist was umgefallen. Ich dachte eben, da kommt noch ein Vieh. Wäre zwar unwahrscheinlich, aber im Bereich des Möglichen, ehrlich gesagt. So, komm jetzt, Satsuki. Der hat nämlich zwei Katanas. Ist ganz schön garstig, der Arsch. Ich glaube, der kann sich auch heilen. Also irgendeinen Zauber besitzt er. Ich weiß nicht welchen. Ne, der futtert Kraut, glaube ich. Und ich kann ihn irgendwie nicht backstabben gerade. Na, kommst du? Hallo? Warum kann ich den nicht backstabben? Spinne ich jetzt? Oh! Heute. Schwede. Ich hasse dich. Warum macht er denn so viel Schaden auf einmal? Aber ich glaube, das ist normal bei ihm. Na komm. Ich habe Angst, mich zu heilen bei dem. Oh, 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 oh. Er ist nämlich sehr flink. Könnte mir nur zum Nachteil gereichen, wenn er mich jetzt erwischt. Na komm. Ich weiß, du willst dich heilen, aber ich lasse das nicht zu, mein Freund. Lass das nicht zu. Oh, oh, Vorsicht. Ganz fiese Attacke, das. Jetzt. Oh, das war's. Satsuki. Satsuki, du bist down. Und er gibt mir das Gripless. Oder, wie es auch heißt, Hiltless, glaube ich, in der europäischen Version. Ja, die Wiki ist sich da nicht so ganz einig. Genauso wie ich schon mal damals sagte, Riddle und Riddiel. Also hier heißt er Riddle und ich glaube in der neuen Version Riddiel. Also mit 2 Y. Nach dem D nochmal eins. Ja, da seht ihr schon, was hier anders läuft. Nämlich die schwarzen Phantome. Diese Skelette. Sind ziemlich eklig. Oh oh. Au. Nimm doch mal die Waffe, bitte. Hallo.
Das wollte ich eigentlich nicht. Oh Mann, wird das jetzt hier eklig. Ich renne am besten einfach durch, wenn ich da vorne den habe. Also die hier unten alle. Ah, ich wollte schon sagen, der hat die Roll of Invulnerability. Hat er aber nicht. Ja, willst du gerne, ne? Darfst du aber nicht. Arsch. Ein Splinter of Bladestone. Ich möchte aber gerne die Pure Bladestones. Habe ich eigentlich meinen... Ich habe doch meinen Diebesring. Warum reagieren die dann so schnell auf mich? So, warte. Dankeschön. Oh, da fliegt wieder so ein Vieh da draußen lang. Ha! Euch mag ich ja, ne? Euch mag ich ja. Komm her. Fein. Und... Warum gehen die Backstabs nicht? Ich frage mich echt, was ich falsch mache. Oh, da oben das Skelett. Kann ich das gleich runterballern? Das wäre, glaube ich... Warte mal. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ja. Na, nicht weglaufen. Okay, das ist wohl weg. Shit. Shit, shit, shit. Ach nee, der kehrt wieder zurück auf seine Pose hier, oder? Bleib doch mal stehen jetzt. Lass dich doch mal anschießen, meine Güte. Sei doch mal nicht so. Du Tranfunzel. Okay, den treffe ich nicht mehr. Naja. So, kommt. Komm, komm, komm. Ich will euch auf jeden Fall einzeln. Okay, wie gesagt, es klappt halt nicht mit dem Aufspießen. Warum hat er auf einmal... Die haben alle Splinter auf Bladestone. Normalerweise droppen die noch nur dieses Soul Remains-Dinger da. Ja, ja. Machst mir keinen Schaden, aber im nächsten Gebiet seid ihr wieder richtig garstig, ne? So, da oben die Armbrustschützen sind mir auch mal Wumpe. Ich gehe jetzt nämlich erstmal zu lieben Sparkly. Give me warm, give me soft, give me Sparkly. Rock! Ich finde die voll knuffig, Leute, diese Stimme. Ich möchte die Frau knuddeln, die diese Stimme hat. Weil ich die so knuffig finde halt, ne? Knuffig und knuddel. So. Na komm. Ja, Pech gehabt, ne? Mit deinem Rumgerolle kommst du ja nicht weit bei mir. Aber er vielleicht. Abstecken. Komm, lass was fallen. Nee, tut er nicht. Na gut. So, Sparkly ist so eine ganz delikate Angelegenheit, weil ihr könnt einmal im Spiel ein paar nette Items von ihr bekommen. Und das werde ich euch gleich zeigen. So, da sind wir nämlich schon. Ich habe hier die Liste vor mir liegen, beziehungsweise habe ich sie auf meinem Bildschirm. Und dann gucken wir doch mal. Man hat hier nämlich die Möglichkeit, zwei... Ja. Scary, give Sparkly me. Give Twinkly me. Me. You. Trade. Trade. Give me Sparkly Twinkly. Sie ist so knuffig. Ja, hier kann man nämlich diese Soul Remains eintauschen, von denen ich jetzt leider keine habe. Dafür bekommt man dann Pfeile, man kann auch diese Glitzersteine eintauschen, diese Augite of Guidance heißen die. Man kann auch Mercury Stones eintauschen gegen Kräuter. Man kann Moonlight Stones eintauschen gegen Pfeile und sogar einen Pure Moonlight Stone gegen einen White Bow, aber den braucht man ja nicht, den kriegt man auch anders. Faint Stones kann man hier eintauschen gegen ein Shard of Archstone oder White Stuff oder Stone of Imperial Eyes und so weiter. Man kann auch das dieses Jadehaarteil, was ich jetzt dem Stockpile Thomas gegeben habe, das kann man ihm auch geben. Also es gibt hier viele, viele Dinger. Ich könnte auch das Silver Coronet, also mein adligen Dings, könnte ich hier abgeben und auch mein Silver Bracelet. Dafür würde ich dann eine Storied Hero Soul bekommen. Ich glaube, die gibt 5000, wenn mich nicht irre. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall kann ich das alles eintauschen, aber ich will nur zwei bestimmte Dinger tauschen, nämlich die Gold Mask und eine Talisman of God. Warum seht ihr jetzt? So, ich leg das mal ab. Talisman of God. Drop. Sparkly. Happy. Happy. Oh, sie ist happy. So, was wir jetzt machen, wir laden einfach das Spiel. Ja, ich habe nochmal einen neuen angefangen. Das ist, glaube ich, noch meiner, mit dem ich damals den Drachengott besiegt habe. Also den Dämonen, mein Ritter. Ihr wisst ja, ich habe das ja in so einem kleinen Video nochmal reingeschnitten, wie ich den platt mache. So. Den muss ich mal löschen, fällt mir gerade ein. Aber ist ja auch nicht so wichtig. So, jetzt liegt hier was Schönes, nämlich eine Colorless Demon Soul. You! Scary! Sparkly! Ich
finde das so gut. Juhu, Scary, du, hab Angst. So, die Goldmask legen wir auch noch ab. Und laden das Ganze nochmal. Ja, denn ihr seht ja oben dieses Symbol, oben rechts. Dieses blinkende Seelensymbol. Das sagt mir nämlich, dass jetzt gespeichert wird und ich das Ganze laden kann und dann wieder an dieser Stelle hier anfange. Und für die Goldmask bekommen wir... Na was wohl, ihr könnt es euch schon denken. Ja, die Ladezeiten. Also, ich glaube, wenn das Ding hier auf PC rauskäme, was wohl nie passieren wird, ging das alles ein bisschen flotter. So kann er das Demon Soul. You! Scary! Sparkly! Happy! Happy! More trade? More trade? Give me! Sparkly, twinkly, please! Please! Give! Give! Ich stelle mir gerade echt die Frau vor, die das angesprochen hat, wie sie da vor dem Bildschirm sitzt und grr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 
So, und jetzt aber. Abstechen. Nein! Warum hältst du denn auf, abzustechen, sag mal? Nam nam nam. So, du hast Soul Remains. Genau den Shit, den ich hier nicht gebrauchen kann. Aber ist gut, ich merke mir das. Oh, jetzt wird's böse, Leute. Denn da haben wir das erste richtig fiese Phantom. Also die stehen halt ziemlich bescheuert, ne? Die stehen so richtig bescheuert. Hallo? Hallo? Danke. Also gut, das geht jetzt noch. Diese schwarzen Katana, das Vieh da vorne zum Beispiel, ne? Die sind richtig Arsch. Wie die schon da stehen, da kriege ich Krätze. Instant Krätze bei euch. So, zum Glück habe ich ja noch ein bisschen Kraut dabei. Und frisch mich da mal kurz auf. Denn die muss ich, glaube ich, mit Magie besiegen. Sonst habe ich da echte Bammel. Das schwarze Katana-Vieh, das kann mich mit einem Schlag töten. Sogar mit dieser Rüstung hier. Hallo. Obwohl, das hält jetzt gar nicht so viel aus, wie ich gedacht hätte. Oh, der hat ja einen Bogen. Ich dachte, du bist ein Katana-Skelett. Na gut, dann halt nicht. Dann halt nicht. Und hab nur Soul Remains. Sag mal. Ich dachte, ihr habt viel besseres Zeug dabei. Schweinepriester. Na gut, dann halt nicht. Wenn ihr nicht wollt, dann will ich auch nicht. So. Ach nee, warte mal. Hier muss ich ja gar nicht lang. Ach, das war ja noch weiter, oder? Scheit. Shoot. Scheibenkleister. Das war ja noch ein bisschen weiter mit dem Primeval Demon. So, hier ist nochmal ein normales schwarzes Phantom. Also, ne, Katana-Skelett. Das ist kein Phantom. Aber die halten schon auch ganz schön was aus, finde ich, ja, ne? Oh, wolltest du dich gerade rumdrehen? Das gestatte ich nicht. So, dann hätten wir den Stein schon mal erreicht. Das ist ganz gut. Nicht so viel Schaden, bitte. Danke. So, dann kaufe ich mir gleich noch ein paar Pfeile nach, denn die habe ich ja dummerweise weggeschmissen, ich Held. Meine letzten. Das sollte man halt echt nicht machen. So, da ist er nämlich, mein Freund, der Grave Robber. Und wir kaufen gleich nochmal ein paar Pfeilchen ein. Ich habe ja gesagt, die gibt es hier recht günstig, wie ihr seht. Ja, ich kaufe mir die. Was, so viele kann ich mir gar nicht holen. Das ist schlecht. Gewicht, ne? Ihr seht, mein Gewicht ist wieder zu hoch. Aber das kostet echt nicht viel, also man kann sich hier gut eindecken und hat dann ganz schön Vorrat. So. Oh oh. Shit, ich habe ihn gar nicht getötet. Du blödes Vieh, hau ab. Okay, der will nicht. Wo ist der Tod jetzt? Steht er noch da? Sehr gut. Bleib bloß da, du Arsch. So. 7000 Seelen, ja. Warum geben die jetzt eigentlich mehr? Ich hatte doch letztes Mal auch beide Sachen an. Also Ring und... Naja, Splinter of Dark Moonstone, sehr schön. So, jetzt zeige ich euch nämlich, wo der Primeval Demon ist. Ja, es wird auch mal Zeit. Wie lange habe ich das Video jetzt schon? Eieieiei. Nur rumgeeiert hier wieder. Aber naja, ich denke mal, die Info mit Sparkly ist ganz nützlich. Ich hoffe es zumindest. So. Doofes Phantom. Aber ich wollte euch noch zeigen, wo man die Pure Bladestones farmen kann. Und sogar muss. Sag mal, ich mache überhaupt keinen Schaden mehr, ne? Überhaupt keinen Schaden. Guckt euch mal an, das Mistvieh. Könnt ihr euch denken, was die Roten aushalten. Also die schwarzen, roten Phantome. Ich finde es halt doof, dass die schwarze Phantome heißen, obwohl sie rot sind. Nur nochmal, um einen Standpunkt hier darzulegen. Mach sowas nicht. Du sollst mich anspringen. Anspringen. Guck mal, was für eine Combo. Die hätte mich jetzt auf jeden Fall getötet, wenn sie getroffen hätte. Getraft. Was? Er lässt was fallen? Oh, nö. Nee, Gripless werde ich auf keinen Fall ablegen, weil das ist eine der Waffen, die man braucht. Oh, ernsthaft? Ich muss schon wieder was wegschmeißen, Leute. Ich werde ja wahnsinnig. Nee, mache ich nicht. Mache ich nicht. Ich habe eh nur eine Mid-Roll, von daher ist das egal. Uchigatana! Ja, das ist schön, aber das habe ich eigentlich schon. So, oben ist übrigens der Primeval Demon.
Nur mal so am Rande. Und den werde ich jetzt töten und krieg dafür eine Colorless Demon Soul. Oh nein, warte. Warte. Oh, ist schon tot. Nein, bleib. Bleib. Liegen. Hab ich gesagt. Oh oh. Chunk of Darkmoon Stone und eine Colorless Demon Soul. Lass mich bloß in Ruhe da oben. Lass mich bloß in Ruhe. Ich gehe ja wieder. So, denn die lieben Bladestones. Oh Gott, Leute, bis ich die gefarmt habe. Ich meine, der Joe hat es mir schon freundlicherweise angeboten, dass er mir einen gibt. Dass ich mein Achievement hier bekomme. Aber danke fürs Angebot. Trotzdem möchte ich das gerne auf eigene Faust hier schaffen. Denn das gehört ja dazu, dass ich hier einen 100% Run mache. Ich möchte nichts von außerhalb haben an Hilfe. Denn das zeigt ja nur, dass ihr das quasi auch alle schaffen könnt, falls ihr das Spiel besitzt und eine Playstation habt. Natürlich vorausgesetzt. Ja, ich weiß, ist ein bisschen gemein, dass es das Ding nur only Playstation gibt. Aber, naja, ich meine, da könnten sich andere auch aufregen wegen Red Dead Redemption zum Beispiel. Gibt's ja auch nur für die Playstation und Xbox, oder? Weiß gar nicht, gibt's das auch für die Xbox? Also PC gibt's das ja nicht. Ja, ich weiß, soll ganz gut sein, aber ich werde es nicht spielen. Nur nochmal, um das hier zu sagen in dem Moment. Du bist so blöd. Aber gut. Mach's mir halt einfacher. Oh, komm her. Fein. Au. Kannst du jetzt mal sterben, bitte? Ich sag ja, da kommt man wirklich nur ein paar Räume weiter und schon halten die Viecher 10-mal so viel aus. Ja, es ist halt der Weltentendenz ein bisschen geschuldet und gleichzeitig auch dem Weiterkommen eben, aber ich find's trotzdem krass, was für ein Unterschied das auf einmal macht, ne? Ob man sie vorher bekämpft hat, normal, und jetzt halt hier nochmal. Und macht einen Superschlag. Oh oh. Au! Ja, ich weiß, ich habe ein fettes Schild und eine fette Rüstung, aber trotzdem tut's weh. Also das Schild ist nicht so fett, aber die Rüstung ist halt fett. Oh Gott. Guck mal hier. Die dummen Viecher. Komm jetzt. Und hau ab. Alter Schweden. Alter Schwede. Hau ab jetzt. Geh nicht mehr auf den Keks, ne? Hier. Verrecke. Müsst ihr euch jetzt nur mal in der schwarzen Phantom-Variante vorstellen. Ja, ein Schlag tot, ne? So oder so. Och ja, fall halt runter. Schweinebär. Warum schießen die Dinger jetzt nicht auf mich? Ich habe letztes Mal auch den Diebesring angehabt und die haben auf mich geballert wie blöde. Wo ist denn jetzt das Katana-Skelett? Leute, ich überziehe hier schon wieder gewaltig gerade. Aber was soll's. Haben wir uns schon dran gewöhnt, ne? Dass ich hier überziehe. Ach so, hier könnte ich das... Och, guck mal da. Habe ich letztes Mal ganz vergessen. Ihr könnt euch das Ganze hier ein bisschen einfacher machen mit dem Gevatter Tod, wenn ihr hier mit dem Bogen runterzielt. Und zwar... Ich muss halt mal gucken, wo der jetzt steht. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so aus dem... warte mal, der müsste hier stehen. Hier in der Ecke. Deswegen mache ich das kurz so. Ist er? Ich sehe ihn nicht. Verdammt. Da ist er. Da steht er. Seht ihr? Die Augen blitzen so ein bisschen durch. Gehe ich einfach mal hier hin. Oder sehe ich ihn auch nicht? Hier sehe ich ihn. Genau, aber da treffe ich ihn nicht. Verdammt! Ich weiß, den kann man doch von oben abschießen. Ich habe das früher mal gemacht, Leute. Nee, ich kriege ihn so nicht anvisiert. Das ist blöd. Das ist echt blöd. Oh oh, hör auf. Ja, so ist gut. Puh. Ja, ich möchte euch unbedingt noch die schwarzen Katana-Skelette zeigen. Ich muss mich wahrscheinlich wieder ein paar Mal hier umbringen, weil ich durch Satsuki jetzt schon wieder zu einer hohen Weltentendenz bekommen habe. So, du bist tot. Ich hoffe es zumindest. Wenn der jetzt überleben würde, wäre das echt ärgerlich. Tut er aber nicht, Na komm, ich weiß, dass du da bist. Da ist sie. Was machst du denn hier? Okay, ich hätte sie jetzt eigentlich
mitten aus dem Raum erwartet, aber sie stand wohl hinter der Säule. Also sie, das Ding halt. So, da hören wir noch einen Gevatter tot, aber ich gehe einfach weiter. Oh, da sind sie, meine Freunde. Zwei an der Zahl sogar. Also als Magier hat man es echt einfacher gegen die Viecher. Oh oh. Ja, die können einen wunderbar backstabben, die Viecher. Und das macht richtig, richtig Schaden. So, ich werde mich mal kurz aufpumpen. So, und jetzt nehme ich mit Zaubern an. Das ist es mir dann doch zu gefährlich, ehrlich gesagt. Aber ich meine, die schwarzen Katana-Skelette, von denen kommt nur eins hier, soweit ich mich jetzt erinnern kann. Nur die haben die Steine. Toll. Die Pure Blade Stones. Nur die können die fallen lassen. Na komm, hier rein. Komm, komm, komm. Wow. Komm, hier rein. Komm, rein. Rein. Ja, ich muss den backstabben, sonst geht das nicht. Sonst dauert das alles zu lang. Na komm. Na komm. Fein. Komm her jetzt. Vor allem, die haben solche Kombos drauf. Die sind so mies einfach mal. Ja, toll. War wieder nicht backstab. So. Ich hoffe, du stirbst gleich. Habe ich ein Problem? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Nein, 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 nein. Oh, puh. Ja, Leute, das war nicht so gut, aber ich würde auch sagen, das reicht. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr jetzt hier noch ein bisschen weiter geht, das werde ich dann off-cam machen. Auf diesem Gang dort draußen, am besten macht ihr das, wenn ihr zum Old Hero geht. Ich zeige das jetzt nochmal ganz kurz. Komm. Da habe ich halt wieder so knapp eine halbe Stunde. Ne, das ist ja... Macht ja nix. Ich hoffe nur, dass die Weltentendenz jetzt nicht zu gut ist. Sonst muss ich mir noch ein paar Mal hier den Selbstmord geben. Habe ich eigentlich gar nicht so Bock drauf. Naja. Ihr müsst nämlich noch bei den Schnecken vorbei. Und dort dann noch ein Stück weiter. Warte mal, nicht, dass ich jetzt... Ja, es ist nämlich schon wieder recht hell. Verhältnismäßig. So, wir gehen zum Old Hero. Storm King wird nicht viel bringen. Da muss ich nämlich noch die ganzen Kinder wieder töten. Also, die Kinder des Storm Kings. Nein. Nein, 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 nein. Nicht. Ich werde niemals Kinder umbringen im Spiel, auf keinen Fall. Das sind böse Viecher. Hier. Garstige Hobbits sind das. Na komm. So. Gehen wir mal zurück. Ich bleibe jetzt in der Geistergestalt. Ich werde wahrscheinlich sowieso gleich wieder draufgehen. Weil offcam habe ich da einfach mehr Ruhe, Leute. Da muss ich nicht kommentieren, da kann ich mich ganz drauf konzentrieren auf das, was ich tue. Hab noch ein bisschen Musik, also hab dann auch dementsprechend mehr Frusttoleranz. Ja, wirklich, Musik hilft mir dabei. Ich glaube, vielen von euch geht's wahrscheinlich genauso. Mit Musik geht alles leichter. So, ich könnte mir hier noch ein paar Suckerstones farmen bei den Schneckchen, aber... Huch! Hoppala, huch! Das wollte ich jetzt nicht. Ja, hier rutscht man halt auch mal schnell runter, dummerweise. Oh, ich hoffe mal so, dass jetzt hier nicht, ne? Dass jetzt hier nicht die schwarze Weltentendenz beendet wurde, die Events. Wenn ich jetzt keine schwarzen Phantome sehe, dann wäre das sehr dumm. So, da ist noch ein Gevatter tot um die Ecke, deswegen habe ich schon mal so alles in Händen. So, da oben ist er. Da. Da, 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 die Sau. Machst du nicht, habe ich gehört. Du stirbst lieber. So, Splinter of Dark Moonstone. Ja, hier könnte man theoretisch auch farmen, aber der Weg ist halt ziemlich lang, ne? Also wie gesagt... Oh, guck, da ist er. Da ist er. Das Schweinetier. Aber da komme ich nicht ran, deswegen muss ich es mit Zaubern versuchen. Oh, ich mache ihm halt gar nichts, guck mal. Ich mache ihm gar nichts. Ist es nicht schön? Ist das nicht schön? Alter Schwede. Warte mal, ich glaube, ich kann es auch so machen. Ich glaube, mit der Wolke ging es auch ganz gut. Mit der Acid oder Death Cloud, besser gesagt. Oh Gott. Leute, das schaffe ich nicht. Habe ich eben einigermaßen was... Oh, 71, ja moin. Ich muss den mit Magie machen jetzt. Jetzt schaffe ich so nicht. Ich schwör's euch, die sind... Ein Schlag, egal wie viel Leben ich jetzt habe. Ich könnte die Lebensenergie voll haben, der wird mich töten. Der würde mich knallhart töten.
Dreh wieder rum, komm. Alter Schwede. Ich hab so Angst vor denen, ich sag's euch. Hier kann ich gegen ihn kämpfen. Ich versuch's zumindest. Das ist furchtbar. Hier, komm. Oh, ja, mit einem Backswing hat er mich getötet. Weil ich ein Stück hinter ihm stand. Ja, auf jeden Fall, diese Dinger müsst ihr töten für Pure Bladestones. Leute, ich würde sagen, ich beende den Part. Ich würde mich trotz dem Ausgang dieser Folge auf eine positive Daumierung freuen, wenn ihr das möchtet. Und ansonsten sehen wir uns dann wieder nächstes Mal bei Demon's Souls.